Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Jetzt wollte ich fast Dark Waters sagen, das wäre falsch gewesen. Titan Lords ist richtig. Der guckt dadurch seinen Riesenprängel. Ich meine, hat er ja auch recht mit. Also wenn er den Hafen sehen will, muss er schon kräftig durchs Fernglas gucken. Das sind ja bestimmt auch 20 Meter. Ja, noch vorbeugen noch ein bisschen, dann ist es nämlich noch kürzer. Ja, ja, ist das auch wirklich, ist das ein Schiff? Ja, hervorragend, okay. Wo ist dein Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Wo ist das Problem? Dann melde dich doch bei Faruko. Ja, ja, dann darf ich mir wieder seine Standpauke anhören. Verantwortung und Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Anweisungen der Magier und so ein Zeug. Okay, ich habe ein wenig länger gebraucht auf Takarigo als geplant. Aber es war auch eine verdammt harte Nuss. Komm schon, du bist doch nur faul, das ist alles. Nein, machen ja, wir das mal das so. Das kann ich bestätigen. Klar, du warst ja auch dabei. Ich finde, die Magier dürfen ruhig etwas dankbarer sein. Immerhin riskieren wir Kopf und Kragen für sie. Wie wär's, wenn ich mal mit Faruko spreche? Puh, du hast mir eigentlich schon genug geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch von dir verlangen kann. Ich werd's überleben. Na schön, danke. Ich werde mich revanchieren. Erzähl ihm aber bloß nicht, dass ich auf Takarigua gestohlen habe. Er hat sowieso schon... Naja, du wirst es ja sehen, wenn du mit ihm sprichst. Okay. Okay, machen wir das. Edward, wo willst du hin? Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Oh, das ist sehr wertvoll. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du den Weg der Menschlichkeit verlassen hast. Du meinst, man kann dadurch menschlicher werden? Wie? Gib mir 5 dieser Häufchen Seelenstaub und ich kann es dir zeigen. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Lol. Hier. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Alles klar. Können wir uns das denn irgendwo auch einsehen, unsere... Unser aktuellen Seelenzustand? Charakter vielleicht? Nee? Gemäßigt? Was? Was ist das denn hier? Gemäßigt? 60? Ist das unser Zustand? Ich weiß es gerade nicht. Hier. Tausche Seelen. Sieht das was verändert gerade? Okay, das ist also unsere Seele gerade. Das heißt, da sollten wir echt nochmal ein bisschen dran arbeiten. Oder halt eben nicht, aber ich glaube, ich will lieber in Richtung gut spielen. Und deswegen gehen wir mal an Land. Zurück zum Pier. Und ich weiß, dass es Pier heißt. Aber Pier klingt einfach doofer. Döver. Doof, döver am döfsten. Keine Ahnung. Verwirrt wie immer, was auch sonst. Es wird halt schlimmer. Na, ah, Fass, wo kommst du denn her? Ist das der gleiche Fass, was wir... Nee. Wer bist du denn? Au! Au! Hallo? Nein? Nein! Wo kommt der denn her, verdammt nochmal? Ja gut, der Name lässt vermuten aus dem Wasser. Wo ist eigentlich mein Held? Also mein Helfer? Ach, der chillt auf dem Boot rum. Habe ich nicht befohlen mitzukommen? Ja, an Bord. Ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen was, aber dort, du kommst jetzt mit. Wenn wir über die Magier fahren wollen, müssen wir weiter nach Norden, hoch ins Landesinnere. Ja, dann komm mit und hör auf zu saffeln. Sicher. So, Ruderboot zum Pier. Hier war auch schon mal mehr los. Du warst schon mal hier? Einmal. Danach hatte ich ein ganzes Jahr Inselverbot. Du hast dich ja scheinbar dann gut benommen in diesem einen Aufenthaltsjahr. Nee, warte mal. Einmal war er nur da. Ihr Magier habt ein Lager errichtet? Aber ja. Es ist das Herz dieser Insel. Wenn du ins Magierlager möchtest, gehst du am besten zu Baker.
Du findest ihn rechts vom Lagerhaus, die Anhöhe hinauf. Lass dich von ihm hinbringen. Ohne Führung kann es hier sehr gefährlich werden. Den Wald und den großen See solltest du vorerst meiden, wenn du nicht als Wasserechsenfutter enden willst. Alles klar. Da ist eine Ratte. Die muss ich gerade mal ganz kurz eben kaputt schlagen. Ich mag mich keine Ratten. Rum? Was ist los? Safi will einen Rum. Hast du was? Klar, hier hast du was. Tantan, Homie. Safi mag Getränk, was macht Gaga? Na super. Jetzt fangen schon die Gnome an zu saufen. Wenn Zeit reif, Safi wird machen stärkstes Getränk von allen. Ja. Immer diese Gnome, unglaublich. Taschendiebstahl 50 von 70. Oh, hoppala. Das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. Ich glaube, das war echt eine doofe Idee. Na, was ist passiert? Das Problem ist, jetzt ist Safi ein bisschen... Achso, der ist nur bewusstlos. Naja, da kommen wir gleich bestimmt noch... wie der am Gucken ist. Hm? Ich weiß gar nicht, wann der letzte Speicherstand war. Ich würde eventuell... So viel dazu. Gut, dann lassen wir es jetzt weiterlaufen. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen stumm gemacht. Oder kann ich nochmal irgendwas laden, was davor war? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Die Blitze werden uns den Weg weisen. Ich hoffe, Safi kommt mal irgendwann wieder zu sich. Ich wollte eigentlich mit ihm weiterreden. Warum hat er das denn auch mitbekommen, verdammte Axt? Einfach mal alles weggaunern hier. 2 mal 3 macht 4. Nein, 6. Ach, gar nicht fast verrechnet. Oh Gott. Hallo, Kleiner. Klein? Gadi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnome ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. Ja, scheint auf jeden Fall ein Rechenkönig zu sein, was bei Gnomen jetzt vielleicht nicht so die ausgeprägteste, Fertigkeit ist. Lange Finger haben sie ja irgendwie nicht, aber klauen tun sie trotzdem wie die Großen. Du bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja! Gadi hilft Meister Rumold manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Mal gucken, was er jetzt hat. Fabo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Rumold einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Keinen? Doch, Homi. Er trägt ja einen im Namen. Rumold. Homie, verstehen? Ja. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Der ist aber auch schon ein ziemlicher Witzbold auch, ne? Dieser... Ach Gott, nein, ey. Kannst du mir was das tut ja schon weh, dieser auch Witz. Auch wenn Gadi kein guter Tief. Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dinky stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Tief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homie. Bring mir was bei. Was möchte Homie wissen? Affentrainer? Panzerknacker steigern. Meisterdieb steigern. Möchte ich das machen oder? So gut bin ich auch nicht. Ach, können wir noch gar nicht. Gut. Handelst du auch mit Waren? Gucken wir noch mal ganz kurz, was der noch so angeht.
Tredo. Mann. Wer lässt sich so eine Kacke eigentlich einfallen? Alter Dreispitz will ich nicht. Hemd auch nicht. Eine bunte Hose. Nee, Bomben will ich auch nicht haben. Alles klar. Hat nichts für mich im Angebot. So, ist der Onkel da drüben jetzt wieder bei Sinn? Ja, ist er. Ich hoffe, der hat das vergessen. Ja, hat er scheinbar. Ein Gnom, der rumsäuft? Was man nicht im Kopf hat, hat man noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht sollte ich für eine Zeit das Saufen an den Nagel hängen. Romy will lieber Wasser? Nein, nein. Rum ist schon okay. Was denkst du über die Magier? Magier, komisch. Kein Interesse an Gaga-Getränke. Wollen nur Glitzersteine aus Berg. Piraten besser. Und besoffener. Magst du denn kein Gold und keine Edelsteine? Doch, doch. Aber flüssiges Gold bringt mehr Freude. Rum ist für dich flüssiges Gold? Gib, gib. Hat Zauberkräfte. Homies sagen, Rum macht hässliche Menschen schön. Naja, aber nur bis du neben ihnen aufwachst. Was? Vergiss es. Was hast du anzubieten? Schöne Dingis, Homie Lucky. Ja, auf jeden Fall viel zu saufen hat er dabei. Sonst eigentlich eher nix. So. Wir schauen uns mal da drüben am Strand um, bevor wir in das Gebäude gehen, weil so lange geht die Folge ja auch nicht mehr und ich möchte ungern irgendwo mitten in einen Dialog oder so abbrechen. Was ist das denn da? Das Buch will ich haben, das sieht alt und wertvoll aus. Aber können wir leider nicht mitnehmen. Scheint festgetackert zu sein oder festgewachsen oder sowas. So, wird mal Zeit, dass jetzt so ein paar Krabben auftauchen, finde ich. Oder nochmal so eine Echse. Ich glaube... Ah, ein Teleportstein, sehr schön. Können wir da rüber schwimmen? Da ist doch bestimmt was. Oder ist hier nichts? Na, da geht's auf jeden Fall irgendwo hin, nur ich weiß nicht, ob wir da schon hin sollen. Ich glaube nämlich fast nicht... Also schwimmen wir lieber nochmal zurück und gehen erstmal über die normalen Wege hier lang. Der Himmel ist ja sowas von gruselig. Dum, 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 dum. Was liegt denn da? Eine Muschel? Ja, aber wieder eine, die wir nicht aufheben können, so Mist. Und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen weiter hier am Hafengelände um. Ich guck mal da drüben auf dem Boot, wo es da so hingeht. Von wem ist das eigentlich? Ich will das haben. Sieht echt merkwürdig aus. Was ist denn das? Ist das immer hier? Ah, eine Ratte, wie schön. Jetzt keine Ratte mehr. Ich wollte es jetzt irgendwie anfassen. Oh, eine Truhe. Guckt gerade einer? Ich glaube nicht. Nein, nicht ins Wasser. Schubidubidu. Nein, nein, nein. Ich mach da nicht. Ich stehle doch nichts. Ich bock mir nur ein paar Sachen aus. Die bringe ich nachher bestimmt zurück, ja. Grog und Schrot. Okay, die Sachen bringe ich natürlich nicht wieder zurück, weil das eine ist versoffen, das andere ist verschossen. Kann ich leider nicht zurückbringen. Tut mir leid. Such dir wen anders zum Reden. Ja, du mich auch, du netter Mensch. So, wo sind wir jetzt hier? Ist das ein neuer Tanz oder so? Der sieht mir irgendwie so aus wie... keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Okay, wir sind jetzt gerade auf dem Schiff angekommen. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal... naja, ein kleines Päuschen einzulegen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen im nächsten Teil.